Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, diesmal geht es über viele Pisten nach Emsied und dann nach Aqsa. Und unterwegs treffen wir auf historische Grabstätten, die ich gefunden habe. Und ja, da nehme ich euch mit und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. So sieht die Piste aus, die ersten paar Kilometer, und nachher bin ich dann gespannt. Die Wölfe sind auch wieder da, kann losgehen. Allein links, da ist ein Schäfer und es ist verdammt windig. Die meiste Zeit habe ich die Sonne im Gesicht, jetzt im Moment einmal eine Rechtskurve, jetzt sehe ich wieder mal was. Steine auf der Piste, das wird ihren Grund haben. Also fahren wir unter durch. Das Ding ist ganz schön lang. Zum Glück ist es nicht allzu feucht, sonst wäre hier kein Durchkommen. Jetzt wieder hoch, was es war, habe ich gar nicht gesehen. Auf eine Nebenpiste, weil da oben auf der Hauptpiste ist richtig Waschbrett. Kann ich sogar mal 50 fahren im sechsten Gang. Ey. Und jetzt geht es Richtung Osten. Wir machen eine kurze Pause, die Wölfe sind schon wieder unterwegs, ja kein Wunder, ich habe sie unterbrochen und jetzt machen sie da weiter, wo sie aufgehört haben. Gut, es windet wie die Sau hier und auch ja, kühl am Wind eigentlich. Jetzt fahren wir dann gleich weiter, die zwei Wölfe sind wieder zurückgekommen. Oh je, hier hat wieder Stein am Boden, was bedeutet das? Ah, jetzt ist es klar, was es bedeutet. Da vorne, ihr seht's. Okay, keine Chance. Eine Sanddüne, geil. Also hier gibt es kein Durchkommen. Also wieder zurück. Deswegen die Steine. Diesmal dachte ich, gehe mal gucken. Und jetzt hoffe ich, ich kann rechts oder links umfahren. Hier links hoch. Ja. Ist ein bisschen steiler. Das wird wohl die alte Piste sein. Und da geht's wieder runter. Gleich rechts neben mir diese Riesendüne. Geil. So, das Ganze von der anderen Seite. Ich bin ganz rangefahren. Hier eigentlich unmöglich durchzukommen für jedes Auto. Und es geht weiter. Ist die Piste fertig. Da gibt es eine Abzweigung. Muss ich genau gucken. Da muss ich wieder entscheiden. Die meisten sind da links gefahren. Ist zwar nicht die Hauptpiste, aber die ist jetzt eh zu Ende. Aber die sollte dann auf die andere Piste führen. Sieht meine neue Piste auf. Nach Navi sollte die aber irgendwann zu einer anderen Piste wieder führen, irgendwie quer durch. Die Spuren teilen sich aus in tausend Richtungen.
Ich fahre jetzt wieder auf die Hauptpiste, überall alte Spuren zu sehen. Hauptpiste, das ist eine kleine. Ach, das war eine Scheiße voll durch diese Erdhügel. Hey. Jetzt habe ich wieder irgendeine Piste erwischt, die ungefähr in die Richtung geht. Und die geht da vorne hoch. Das könnte die Hauptpiste sein und ist erst kürzlich befahren worden. Also Hauptpiste, das ist so ein Verbindungsstück eigentlich, weil die andere einfach aufhört. Sind wieder ganz viele links weg, aber ich bleibe jetzt lieber da auf dieser. Eine Pistenmarkierung. Gott, da hat so viele Spuren. Hey. Hauptpiste, auf der wollte ich ursprünglich fahren, aber der Einstieg war eben unmöglich. Das ist sie doch, oder? Oder ist das nur eine Verwehung? Ne, das ist sie. Also, jetzt bin ich wieder auf Kurs. Da drüben ist auch ein Stein. Wenn man wieder eine Piste hat, egal in welchem Zustand das sie ist, die ist jetzt nicht allzu schlecht. Bin schon zufrieden, endlich wieder normal. Nein, zwischendurch so ein Kilometer oder zwei, das war echt der Horror, weil ich ja Fehler gemacht habe und die Piste verlassen habe. Irgendwelchen Spuren nach, es waren zwar viele, aber dann haben die sich aufgeteilt. Und irgendwann verlieren die sich. Ja, jetzt bleibe ich hier drauf. Nur noch langsam fahren, weil so sieht es aus. Es hat zwar links noch eine Spur, aber ob die besser ist. Jetzt treffe ich auf die Spuren von meinem ehemaligen Reisepartner. Der ist da, soviel ich weiß, gestern durch. Ja, gestern. Aber einen völlig anderen Weg, der hatte einen schwierigen Einstieg, keine Ahnung, wie der das geschafft hat. Ich hatte eine viel die einfachere Piste bis auf dieses Zwischenstück. Ja, jetzt, aber der ist jetzt ja, weit vor mir. Ich habe jetzt die Hauptpiste verlassen, weil hier habe ich eine Position von Grabhügeln vor der islamischen Zeit. Und jetzt gucke ich mal, da gibt es eine Piste, vermutlich führt die ungefähr dahin. Mal schauen, ob ich es finde. Die Piste führt nicht dahin, vermutlich ist es der Hügel da vorne, rechts etwa 500 Meter. Ja, mal schauen, ich folge jetzt mal dieser Spur. Ich folge jetzt der Spur nach, weil weiter vorne gibt es wieder eine Hauptspur, die wird da hinführen und dann wieder links vor dieser Bergkette weg. Da habe ich vorher noch ein Fahrzeug gesehen, das ist da den Hügel links hochgefahren. Ja, und das Grabmal habe ich gefunden, das ist ein Stein, Steingrabmal, wie man es früher gemacht hat, seit, keine Ahnung, Tausenden von Jahren vermutlich steht das schon. Das ist unsere Hauptpiste. Super präpariert und ich muss da links. So. Ja, und die führt uns wieder zu der anderen, die wir verlassen haben. Die führen zusammen. So, da führen die zwei zusammen. Und jetzt sind auch die Spuren wieder da von meinem Freund.
nebendran ist. Ich glaube, die ist besser. Ja, das Wellblech, vor allem wenn die dann richtig extrem sind, die gehen jetzt noch so einigermaßen. Aber auch so ein kreisförmiger Grabhügel sein. Guck ich mal, ob ich den dann finde. Ja, ob es dieser Steinhaufen war, keine Ahnung. Weil die Position ist nicht allzu genau, die ich da habe. Ja, aber jetzt habe ich gerade eine Mitteilung gekriegt, dass alle Fähren nach Marokko gestrichen sind. Hat mir jemand geschrieben, irgendjemand hat mir das erzählt. Ich habe sie noch nicht verifiziert, diese Infos. Jetzt habe ich sowieso mal ein anderes, ja, Problem nicht, aber bin ja irgendwo mittendrin. Ja, mal schauen. Wenn dem so wäre und eventuell alle Fähren nicht mehr laufen, dann sind wir wieder vielleicht in einem Lockdown, aber ich will jetzt nicht spekulieren. Aber Erinnerungen werden wach, weil ich war ja knapp 3 Jahre, ist es jetzt her, 2020, ja fast 4 sogar, im Lockdown, und zwar in Fask an der Quelle, weil da fahre ich jetzt wieder hin zum Silvester da mit ein paar Freunden verbringen, so in 2 Tagen oder so bin ich da. Und das wäre ja wieder ein Wiederholen, das ist irgendwie auch amüsant. Versuche ich mal schneller zu fahren und diese Wellblech-Dinge zu überhüpfen. Rüttelt etwa gleich, nicht, ja, vielleicht sogar weniger. Hier rechts ist die nächste Grabstätte. Genau, die ist so eingezeichnet, gleich neben der Piste. Da seht ihr sie, also vor islamischer Zeit, lange her. Jemand schreibt, dass das ein Antennengrab sei. Ich kenne mich da nicht aus, ein Franzose, aber ich kann auch zu wenig Französisch. Ja, da vorne ziemlich steil, aber das ist, glaube ich, nicht unsere. Etwa 20 Kilometer bis nach Emsied. Da soll es ein Stück Straße geben, dann wieder nicht und dann wieder Straße. Wir erreichen wieder eine Bergkette, die wir überfahren. Da gibt es ein Schild. km/h steht auf dem Schild. Okay. Mal rechts dieser, ja, Berghügel. Interessant. Sieht schön aus. Piste ist auch wieder ziemlich gut, sag ich mal. Wirklich. Kann ich sogar schneller fahren. Was man nicht alles macht, um das Geholper zu stoppen, hey. Ein Graben in der Mitte und ich fahre so halb. Es fehlen nur noch die Gazellen und die Löwen und die Tiger und die Elefanten. Da sieht man auch an den Bäumen, woher der Wind immer weht. Von links. Fast erreicht, also da links ist der Emsied. Und da gibt es eine neue Straße sogar. Und die neue Straße ist gerade ein Traum, hey, ein Traum zum Fahren. Ah. Friedhof. Die Wölfe wollten keine Pause machen, sind schnell raus, gleich wieder rein. Also fahren wir weiter. Auf dieser super neuen Straße, Piste, vielleicht wird sie ja noch geteert, ich weiß es nicht, geteert, hey, super, aber die hört dann auf, hat mir jemand gesagt, und ein Stück ist dann wieder, ja, normale alte Piste, und dann kommt offenbar eine Teerstraße. Ja, super, ey. Das ging jetzt aber schnell, ey. Circa 10 Kilometer später. Tja,
Ja, vorne geht es so richtig steil hoch, wie ihr seht. Das ist die Hauptpiste, da muss ich hoch. Aber ja, keine Ahnung, wie viel Grad das ist. Sieht noch viel aus. Ja, das sieht noch viel aus, aber es ist gar nicht so viel. Ich tue nicht mal die Sperren rein. Ich habe da im Snake Canyon in Oman fast doppelt so steile Pisten erlebt, die dann noch betoniert waren. Ohne Sperren kam ich da nicht hoch. Das war Wahnsinn. Also das ist gerade ein Klacks dagegen. Also links geht's Vollgas runter, aber alles halb so schlimm. Aha, jetzt bin ich oben, das ist sogar eine Hochebene. Eine Hochebene, ich fahre da oben durch. Ich dachte, ich hätte einen super Ausblick, aber das ist ja überall so hoch. Hier ist es bedeutend schöner zum Fahren, geht auch schneller. Der erste Gegenverkehr, den ich seit gestern und heute habe. Das ist jetzt schon der dritte, den ich sehe. Die graben da hinten Löcher, irgendwas muss es haben. Oh, so langsam bin ich platt. Es gibt die und dann gibt es noch eine Abkürzung. Ja, hat halt hohe Kanten da. Eine. Oh. Bei der ganzen Fahrerei muss man auch die Aussicht genießen, diese Tafelberge weit im Hintergrund. Jetzt habe ich mich fast ein bisschen verfahren, aber ich habe ja zum Glück Karten. Es gab da mehrere Abzweigungen, sicher drei Stück. Und ich will auf der Hauptroute bleiben, weil da kommt angeblich eine geteerte Straße. Hat mir gestern mein Freund gesagt, die Einheimischen wussten zwar nichts davon, aber es gibt ja so viele Pisten. Ja, und wie weiß ich, welche Piste das er gefahren ist? Ja, ich lese Spuren, die ganze Zeit bin ich am Spurenlesen. Da ging wieder einer rechts weg. Ich folge den Spuren, vielleicht seht ihr sie, Truckspuren. Und tatsächlich, okay, kein Teer, aber Straße. Hier fängt sie an oder hier hört sie auf? Oh, Freude herrscht. Ich fahre 60 im sechsten Gang, das reicht. Jetzt komme ich gut vorwärts. Ich fahre jetzt, bis ich wieder Internet habe, damit die wissen, dass ich noch lebe. An Weihnachten, heute ist der 25. Wenn ihr das Video seht, ist vermutlich schon fast Neujahr. Ein Blitzer in der Wüste. Nein, es ist keiner, irgendeine Tafel. Highway in der Wüste, ist das Geile. Und ich bin alleine, kein einziger ist hier. Wow, das ist ein Luxus. Das sieht schon geil aus, oder? Gott, ich weiß nicht mal, ist das geteert und haben sie Kies drauf? Ich glaube es fast. Thank you.
Dorf heißt La Boirat. Ich spreche es sicher wieder falsch aus. Und ist irgendwo mitten in dieser kahlen Landschaft. Habe ich übernachtet, war wunderschön da. Am Morgen kamen so Vögel, verschiedene, so etwas so große zum Teil, braune. Eine war ganz schwarz und hinten die Feder weiß. Ja, war spannend. Angie hat mit ihnen kommuniziert. Ja, war wirklich schön. Super Platz da, Ruhe, und ich war so müde. Ich bin gestern, glaube ich, fast 10 Stunden gefahren. Hey, das war anstrengend. Ich habe heute richtig ausgeschlafen, bis 9 Uhr. Aber es wird hier auch spät hell. Erst um, glaube ich, 8:30 fängt es an zu hellen. Bis 9 kommt dann endlich die Sonne. Ja, war wunderbar. Jetzt fahre ich weiter auf einer älteren Teerstraße, aber eine gute, schmäler, aber tipptopp. Und ja, Pistenabenteuer vor, erstmal fertig. Vielleicht seht ihr es rechts, dieser ja, Bergstreifen, wunderschön zum Angucken. Da vorne treffe ich mich mit dem Bernd, der ist ja ein Tag Vorsprung. Ich sehe ihn, glaube ich, schon. Und dann fahren wir zusammen zu einem Antennengrab. So, da sind sie. Ja, warum haben wir uns überhaupt getrennt? Ich war nicht sicher, will ich nach Mauretanien oder nicht. Und dann war es mir aber doch zu viel Fahrerei, weil ich ja im Frühling ja wieder die nächste große Reise habe. Und so sind sie schon mal los und ich dann halt später. Genau, da. So, da ist der Bernd. Ui. Yeah, so. Ja, sie fahren jetzt weiter, weil das sind 100 Kilometer Piste, die sie vorhaben. Das ist mir zu viel. Die müssen da über die Bergkuppe fahren, mal schauen, ob sie überhaupt rüberkommen. Es gibt eine eingetragene Piste, aber ob die noch aktuell ist, das weiß man nie. Ja, ich fahre mal nach Assa und ja, jetzt mache ich erstmal Pause. Oh, da ist ein Auto von der Straße runtergefallen. Gott. Vielleicht seht ihr es. Ich bin auf der Straße nach Assa und gehe jetzt über diese Bergkuppe und dann kommt dann bald mal Assa. Oh, das ist was für richtige Offroader, krass steile und oben auch schräg. Wow, aber mit Geländefahrzeug kein Problem, mit meinem, ja, schräg vor allem. Ich bin in Assa angekommen.